Miro! Moin! Hi! Moin! Ja? Hallo! Mensch, euch ja lange nicht gesehen. Ne? Schön, dich wieder zu sehen. Ja, ne? Habt ihr Urlaub gehabt? Ja, immer Platz, ne? Ja. Wir nicht. Ich hab gehört, du warst schwer unterwegs. Urlaub, Kuba, weite Welt. Ja, ein bisschen Zigarren, ne? Ein bisschen rauchen, ein bisschen rumtrinken. Die ganze Zeit durchgearbeitet. Ja, aber einen Rum wollt ihr wohl nicht trinken heute, oder? Nee. Heute noch nicht. Nee. Was trinkt ihr? Bisschen früh. Du, eine Light, wie immer? Cola, nee, Rum trinkt man ja eigentlich mit Cola. Ja. Auf den Rum verzichte ich, aber eine Cola Light. Das kriegen wir hin. Und du? Alkoholfreies Wein. Auch das kriege ich hin. Miro, wir hatten keinen zum Schnacken die ganze Zeit. Wir haben viel zu bereden. Ja, das sowieso. Basketball, Fußball. Basketball läuft wieder. Die Saison ist losgegangen. Ja. Ich war gestern Abend da gegen Würzburg. Und war gut? Ja, ja. War, würde ich sagen, auch klassisches Auftaktspiel. 90-82 Endstand. Man sieht so, gerade die Neun, die haben Potenzial, aber es greift halt noch nicht so das ganze Spiel. Muss ich noch finden, ja, was gerade ins andere. Aber wie letzte Saison wieder viele Punkte, ne? Also Run and Gun wahrscheinlich. Ne? Ja, weil die Defensive ist halt noch nicht so richtig abgestimmt. Das merkt man dann halt, ne? Aber gut, aber du. Ich meine, die waren ja jetzt viel unterwegs. Ich meine, die waren in China waren die auch, glaube ich. Ja, ne? Ja, sind erst Montag wiedergekommen. Ja, irgendwie sowas, ne? Du, muss ich alles finden, wie beim Fußball auch. Ne? Das ist in jeder Mannschaft, wenn da. Ich meine, bei Basketball hast du sowieso oft einfach jedes Jahr irgendwie 3, 4 neue Spieler mit meinen 5 Leuten, die auf dem Platz stehen. Ne? Ist ja. Das halt jedes Mal eine neue Mannschaft. Und die Oldenburger haben immer noch eine relativ kleine Fluktuation. Ja, es gibt ja Truppen, die haben dann 7, 8 neue Fechter. Im Kader zum Beispiel. Ja. Da bin ich gespannt, wie Fechter sich Fechter hätte gern noch mehrere aus der Saison im Kader gehabt, aber die waren ja nicht zu halten. Ne? Ich bin echt gespannt, wie wenn bei München oder St. Petersburg anklopft, dann sind die Jungs halt weg. Das ist so. Ja. Deswegen bin ich gespannt, wie sie dieses Jahr, ob sie das kompensieren können, ne? Oder ob sie halt wieder irgendwo im Mittelmaß sind. Muss man mal gucken. Ne? Ja, erstes Spiel schon mal verloren gegen Ulm. Ja, ja gut, aber gegen Ulm sind ja eigentlich auch mal ganz gut dabei. Ne? Also da kannst du auch mal Punkte lassen. Ja, Ulm war einfach letztes Jahr ein bisschen schlechter als sonst. Eigentlich ist das auch ein Team für die Top 4 oder 5. Ja, meistens ja. Also auf jeden Fall sind es die Playoffs. Ja. Normalerweise. Ne? Ja, ich bin gespannt. Also ich werde auch bestimmt die nächsten Wochen hingehen. Mal gucken. Kann ich mir auch mal eine Meinung bilden. Naja, hatte ich keine Zeit bis jetzt. Jo, deine Meinung will ich hören. Mentalität. Ah, unser lieber Reis. Das Wort ist strapaziert. Ist es bis nach Kuba rübergeschwappt, die Mentalität? Ich hab's gelesen, ja, ich hab's gelesen. Ne? Aber auf NWZ online? Nein. Ja, doch. Doch, genau da. Also ich muss dir sagen, manchmal stellen die Reporter Fragen, weißt du, wundere ich mich nicht, dass manchmal ein Spieler oder ein Trainer da mal ausflippt. Aber also ich glaube nicht, dass einem Reus oder Borussia Dortmund eine Siegermentalität fällt. Die haben Fehler gemacht, weißt du so, die halten den Ball vorne nicht, ne, oder ne, da kommt der ein oder andere Fehlpass und ich meine, Frankfurt, die können Tore schießen, die sind gut, ne, so, und du, und dann jedes Mal, wenn du irgendwie eine Kiste kurz vor Schluss kriegst, heißt Mensch, ihr habt ja wieder keine Siegermentalität und da, ihr seid nicht konzentriert genug, also meiner Meinung nach ist das Kokolores. Ja. Und euch, was sagt ihr dazu? Ich finde das auch Quatsch. Also das sind alles Profis, die trainieren, die machen. Das ist ihr Leben, Fußball. Natürlich wollen die gewinnen. Wenn du das bis auf das Level geschafft hast, gerade in Reus oder wenn du einen Hummels in der Abwehr siehst, also die haben die richtige Einstellung. Die haben die richtige Mentalität. Da sehe ich auch so, Ja, weil ich glaube, dieses Jahr wird sich das oben auch noch mehr zum Dreikampf entwickeln, weil RB ist ja richtig gut dabei. Und ich glaube, das wird dieses Mal. Wird es da oben richtig knapp? Wir haben vor Saisonbeginn haben wir hier getippt. Ne? Ja. Wer wird das da? Mein Tipp immer noch: Lewandowski ist im Moment ein bisschen vorn, aber mein Tipp: Torschützenkönig Timo Werner. Der ist immer noch gut. Ja, das kann sein. Das kann sein. Da bin ich echt gespannt. Einfach durch. Kommt ruhig durch hier. Ne? So. Ja, also ich bin wirklich gespannt. Ne? Also ich hoffe auch, dass es einen Dreikampf gibt, weil dann wird es wieder spannender. Ne? Also natürlich, es kann auch sein, dass RB sich absetzt. Ne, so zur Winterpause, weil die sind im Moment echt am stabilsten. Ne? Also ich finde es gut, obwohl ich kein RB-Fan bin, aber ich finde gut, dass da oben einfach mal drei Mannschaften sind. Dann die Frage, ob sie es in der Rückrunde halten. Ne? Genau. Reus ist ja auch 9 Punkte vorne. Ja, genau. Und deswegen, ne? Abwarten, Tee trinken. Aber gucken jetzt, wer gegen Werder. Ne? Schießen tun sie immer gegen Dortmund ein paar Dinge. Im Frühjahr haben sie da gewonnen im Pokal. Ja. Elfmeterschießen. Ja. Max Kruse, glaube ich, das entscheidende Ding damals. Ja. Aber morgen, am Samstag. Also, das ist bei der Lage. Verletzte. Ja, zu bei der Lage von Werder gerade. Meiner Meinung nach. Ja. Ne? Das ist so. Wenn die komplett wären, ne, dann sage ich wirklich, cool, dann muss Dortmund Werder auch erstmal schlagen.
Aber so, mit der halben U23, wird es schwer. Ne? Da ist ja der Großball, der in der Jugend in Kloppenburg gespielt hat. Ja. Der dann auch viel dritte Liga, glaube ich, teilweise sogar Regionalliga gespielt hat und jetzt mit 30 dann auf einmal in der Bundesliga spielt, wegen dieser Verletzten-Misere. Ja. Eine schöne Geschichte hier aus der Region. Ja. Für Kloppenburg in der Jugend mit 30 nochmal in die Bundesliga. Ja, du. Also hatten wir bei Klose, glaube ich, auch damals, oder? Oder wer war das nochmal? Der war auch noch. Klose war es. Der ist viel später dann plötzlich in Lautern war das und auf einmal war er da. Ne? Klose hatte eben diese ungewöhnliche Biografie, dass er eben nicht aus einem Nachwuchsleistungszentrum kam, sondern dass der mit. Also im Seniorenbereich schon spielte, aber in der, ich weiß nicht, 5., 6., 7. Liga. Genau. Und dann im Seniorenbereich noch auf einmal in die Bundesliga kam. Ja, also ich sage, es gibt sowas hast du immer wieder mal. Ne? Aber du, das ist das, was Fußball, ne? Über Geschichten schreiben muss sein. Ne? Also es muss immer irgendwas sein, so weißt du so, da ist einer durchgestartet. Ja. Ne? Aus der Verbandsliga in die Bundesliga oder so. Ne? Das finde ich immer schön. Ja, gibt halt Spätsinn, ne? Warum nicht? Ja, ist auch so. Ne? Ja. Miro, sag uns noch eben. Was hast du auf Kuba vermisst aus der Oldenburger Sportwelt, aus dem Nordwestsport? Also, ich muss sagen, du hast ja kein Internet. Ne? Du hast ein kleines WLAN in der Lobby, da musste man einen Code holen und so. Also, du konntest nicht alles mitverfolgen, gar nicht. Also, ich wusste, ich bin hergekommen und ich habe, glaube ich, zweimal konnte ich richtig irgendwie mal gucken, was ist los, Ergebnisse und sowas. Ja. Und da habe ich auch mehr geguckt, dass Dynamo Zagreb gewonnen hat. Ne? So. Aber sonst, da fehlen einfach Informationen. Du kannst überhaupt nichts lesen. Ich wusste weder, was hier in Oldenburg passiert ist, noch irgendwas, weil viele Seiten gehen dann auch nicht auf oder sind zum Beispiel Bildzeitung ist gesperrt. Ne? Die will aber sowieso keiner lesen, aber beispielsweise. Ne? So ein NWZ konnte ich dann einmal so alle zwei, drei Tage mal drauf gucken, guckst du die ersten 5, 6 Nachrichten, das stand da so, mal kurz Sport, aber das war's dann. Du kriegst da nichts. Und das ist das. Ist wieder versorgt durch uns. Ja, zum Glück. Ja, ist endlich wieder da. Ja, zum Glück. Ja, dann bin ich mal, was sagt euer Tipp? Dortmund? Morgen? Vielleicht ist ein Unentschieden drin. Ja, meinst du? Ich drück die Daumen, ich hoffe. Aber. Doch nicht. Okay. Ich bin gespannt. Gut. Ne? So dann. Na da, ich sehen uns wieder. Okay. Ciao. Ah, tut mir leid, ist die Bildzeitung nochmal erwähnt.